Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Börse at Home, Ihrer montäglichen halben Stunde mit geballtem Börsen-Know-how. Gast ist heute Stefan Plötzke, extrem relevanter Spezialist für dieses Thema, über das wir jetzt sprechen werden, nämlich die Bepreisung von ETFs bzw. Transparenzkriterien in Form vom indikativen Nettoinventarwert. Dieser Börse at Home wird wie immer aufgezeichnet. Sie bekommen im Nachgang einen Link zur Aufzeichnung zugesandt und Sie können Fragen stellen, einfach rechts in das Panel eingeben. Wir gucken, dass wir die entweder gleich beantworten oder im Nachgang. Und konkret geht es jetzt um diese Themen. Es richtet sich eher an erfahrene Anleger und an Profis, das ist schon etwas spezieller. Wir erklären nochmal ganz kurz, was eigentlich der NAV ist und was der Einnav ist, wie Quotes entstehen, die ja relevant sind, wenn Sie ETFs kaufen, verkaufen wollen und Börsenpreis noch eine Abgrenzung dazu und auch welche Akteure aktiv sind im Handel mit ETFs. Dann gibt es als Transparenzkriterium Einschränkungen für den Einnav im Vergleich zur Bepreisung. Stefan wird sich da intensiv damit beschäftigen, worauf Sie als Anlegerin, als Anleger achten können, um eben im Zweifel solche Situationen zu vermeiden. Ich gebe dann noch ein paar Erklärungen dazu, wo Sie diese Daten finden und dann können Sie fragen. Also vielleicht vorweg nochmal eine Rekapitulation, der klassische Fondshandel, wird einmal am Tag ja ein Preis veröffentlicht, auf den Sie jetzt als Privatanleger zum Beispiel heute eine Order aufgeben und dann übermorgen was bekommen zu den Preisschlusskursen. Das im besten Falle aktuellen Tages und dieser NAV, dieser Nettoinventarwert, den die Anbieter von einem Fonds veröffentlichen müssen, der entsteht durch alle Wertpapiere im Fonds, aktuelle Börsenpreise auf Schlusskursbasis, geteilt durch die Anzahl an ausgegebenen Anteilen. Relativ einfach. Und das ist in dem Augenblick das Fondsportfolio, das Fondsdepot wert pro Anteil. Das hat man das Besondere im Handel mit ETFs, die ja permanent auf Xetra sehr großen Mengen gehandelt werden können zu Börsenpreisen wie Aktien, also können den Anteil ja kaufen wie eine Aktie, braucht man für die Bepreisung eine Indikation unter dem Tag, weil natürlich die Preise der in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere, in dem ETF enthaltenen Wertpapiere ebenfalls untertägig schwanken. Und das sind die sogenannten indikativen Nettoinventarwerte. Alle Anbieter müssen einberechnen lassen. Das machen zum Teil Börsen, zum Teil machen das andere Datendienstleister für die Anbieter und die werden auch veröffentlicht. Und zwar permanent laufend. Ich meine, pro Minute ist die Mindesttaktung für diese indikativen Nettoinventarwerte. Und das ist ein ganz großes Asset im ETF-Handel, weil Sie ja dadurch eine Transparenz haben, wie marktgerecht in dem Augenblick der Preis ist, den Ihnen wiederum der Markt anbietet. Dazu vielleicht auch noch zwei Sätze. Also ETFs werden ja auf Xetra gehandelt mit einem offenen Orderbuch. Sie sehen, wenn Sie da reinschauen, entweder bei Ihrer Depotbank nur die Spitze oder wenn Sie jetzt ein Teilnehmer sind und Sie haben Einblick in Xetra, dann sehen Sie ja die besten Limite, also die besten Angebote auf der Verkaufsseite und die besten Angebote auf der Kaufseite. Oben die Spitze ist das Preisangebot, was in dem Augenblick für Sie relevant ist. Und das kann, und das ist unser Thema heute, das kann eben von diesem tatsächlichen Nettoinventarwert, dem fairen Wert, abweichen. Also nochmal kurz die Begriffserklärung. Quote nennen wir diese Limite, die da oben für Sie relevant sind. Wenn Sie es jetzt als Privatanlegerin, als Privatanleger bei Ihrer Depotbank machen und fordern dann einen Preis an, einen Xetra-Preis, den Sie dann angezeigt bekommen, der Quote, rechts, links, beide Seiten. Und davon nochmal ganz klar, weil das wird manchmal verwechselt, abzugrenzen, natürlich der Börsenpreis, der Kurs, das ist der letzte festgestellte Preis. Das vielleicht als Begriffserklärung vorweg. Und unser Thema heute, Stefan, wenn jetzt die indikativen Nettoinventarwerte als Transparenzkriterium so relevant sind, wie entstehen dann Situationen, in denen die Preise, die Sie gestellt bekommen, davon stark abweichen können? Das ist ja für Sie dann in dem Augenblick ein falscher Marktpreis.
Ja, was falsch ist, ist dann immer noch die Frage, ob es der Market Maker ist oder der eine. Wir müssen vielleicht am Anfang verstehen, wer bietet diese Quotes an? Und da haben wir, ich sage jetzt mal, drei verschiedene Gruppen. Die wichtigste Gruppe ist der sogenannte, international ausgedrückt, Authorized Participant. Der heißt, bei Xetra hat er den Namen Designated Sponsor. Das ist der, der mit dem ETF-Anbieter einen Vertrag hat, die ETF-Anteile zu kreieren oder von Kunden wieder zurückzunehmen. Nur er kann die tauschen. Dafür brauche ich eine juristische Grundlage. Das heißt, wenn ein Kunde einen DAX-ETF kauft, dann kann dieser Market Maker oder dieser Authorized Participant eben den DAX auch synthetisch abbilden, dieses Teil auf sein eigenes Risiko, nenne ich das jetzt mal, schaffen und dann nachträglich beim ETF-Anbieter gegen ETF-Anteilsscheine tauschen. Die zweite Gruppe sind dann eben die Interesse an diesem Index haben, wie zum Beispiel DAX Market Makers oder eben Arbitrageure. Das sind dann zum Beispiel High Frequency Trading Algorithmen. Die sind nicht autorisiert, ETF-Anteilsscheine zu bieten, aber bieten Preise an, um in den Flow dieser Orders mit reinzukommen. So, im normalen Fall, wenn ich also ein DAX-ETF habe und die DAX Constituents, also die Anteile in einem DAX-ETF sind gleichzeitig live und liquide bei Xetra handeln, dann haben wir dort keine Probleme. Die Probleme beginnen jetzt, wenn wir bestimmte Kriterien haben, die eine Intransparenz in sich erzeugen. Fangen wir einfach mal an mit einem Japan-Index-ETF. Der ist ja in einer ganz anderen Zeitzone. Das heißt, wenn in Deutschland bei Xetra ein Japan-ETF gehandelt wird, ist der Primärmarkt Japan zu. Und jetzt müssen wir verstehen, dass der INF ja irgendwie theoretisch berechnet werden muss. Ich brauche also sogenannte Preisquellen. Die ideale Preisquelle ist natürlich die Primärmarktpreisquelle, weil ich sage, das ist der Heimatbörsenmarkt von dieser Aktie. Wenn der aber in einer anderen Zeitzone liegt, weiß ich das nicht, wo da der Preis liegen würde. Wenn es eine Seitwärtsbewegung gibt, ist das kein Problem. Aber wenn es overnight jetzt zum Beispiel einen Crash gibt, dann weiß der Market Maker oder der Authorized Participant, der Designated Sponsor, den Quote bietet, der weiß, dass die gestrigen japanischen Schlussauktionspreise zu hoch sind. Warum soll er jetzt einen Verlust machen? Das heißt, jetzt beginnt es spannend zu werden, weil die INF-Berechnung hat eventuell eingestellt, ich benutze den letztgehandelten Preis einer japanischen Aktie, aber der ist zu hoch. Der Market Maker, wenn er jetzt einen Kurs stellt, versucht dann mit verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel Futures, die gehandelt werden in der gleichen Zeitzone auf diesen Index oder anderen Börsenplätzen, die zwar illiquider sind, aber indikativ ihm sagen können, wo ungefähr jetzt die japanischen Aktien nach dem Crash liegen könnten, zu versuchen, einen Preis zu finden, mit dem er sich immer noch wohlfühlt, weil er will ja keine Verluste machen. Das heißt, er reißt die Geldbriefspanne auseinander und das um einen Preis, der tiefer liegen wird als das, was der INF derzeit anzeigt. Weil er muss sozusagen versuchen, auf der sicheren Seite zu sein. Und dann haben wir die Divergenz. Also, wir haben jetzt schon zwei Aspekte angesprochen. Das eine ist eine andere Zeitzone, wenn es schwierig wird, vom Primärmarkt die echten Preise zu kriegen. Wir haben angesprochen, dass der Authorized Participant versuchen muss, mit einer höheren Geldbriefspanne, um einen für sich neu ausgerechneten Preis, um über die Runden zu kommen. Ich nenne das jetzt mal inklusive Hedgekosten. Andere Aspekte sind, wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, wir haben eine physische Replikation eines MSCI World, der über 1000 Aktien global enthält. Wenn ich so einen MSCI World ETF anbiete, kann ich den physisch ja gar nicht duplizieren oder replizieren. Das heißt, ich habe eine Abweichung automatisch gegenüber dem Basket, der wirklich eigentlich dargestellt wird. Das sind sozusagen Replikationskosten, die dazu führen, dass ich dann eben auch leicht andere Preise nehme. Ein weiterer Aspekt könnte sein, wenn ich wirklich illiquide ETFs anbiete. Ihr habt ja jetzt schon auch mal jetzt die sogenannten Bond-ETFs angesprochen in vorherigen Sendungen.
Wenn ich natürlich Staatsanleihen, Bundesanleihen habe, dann ist das kein Problem. Aber sobald ich in mittelständische Anleihen gehe, habe ich teilweise Haltedauern von über 3, 4, 5 Monaten. Mein Beispiel hier in der Schweiz ist immer die Jungfrau Joch Bahnen AG oder die Rätische Bahn, die eine Anleihe hier begibt. Die wird einmal aufgekauft und dann ist sie weg vom Markt. Wenn die Bestandteil eines ETFs, eines mittelständischen Bond-ETFs ist, dann sind die Preise 3 Monate alt. Das heißt, der eine wird berechnet, wenn der eingestellt hat, er nimmt den Last, ist auf einem anderen Niveau, nur dadurch, dass sich das Zinsniveau verschoben hat oder eventuell zusätzlich auch der Credit Spread, das Adressenausfallrisiko von diesem Emittenten der mittelständischen Anleihe. Und wenn wir das noch kombinieren mit Zeitzonen, weil da südamerikanische Anleihen drin sind und die auch noch später gehandelt worden sind, dann sieht man, dass ein Algorithmus, der den INEV ausrechnet, teilweise eben gar nicht erfüllen kann, nah am Markt zu sein. Während der Authorized Participant, der den Auftrag vom ETF-Anbieter hat, Preise zu stellen, als Designated Sponsor oder so, oder als Market Maker tätig werden will, dann bedeutet das, dass er sich natürlich versucht, so realistisch wie möglich zu halten. Andere Beispiele. Es gibt Afrika-ETFs, in denen Ägypten drin enthalten ist. Ägypten hatte bei dem Aufstand vor ein paar Jahren, 2008 war das, glaube ich, habe das Jahr wieder vergessen, war die Börse mehrere Wochen geschlossen. Was mache ich als Afrika-ETF-Anbieter, wenn der ägyptische Aktienmarkt, wo die gehandelt werden, zu hat? Ja? Und schon beginnen die Problematiken mit dem INEV. Tendenziell kann man also sehen, dass es dort wirklich Probleme gibt, sobald wir abweichen von der normalen Standardnorm eines DAX-ETFs. Volatile Marktphasen. Wenn es einen Crash gibt, selbst intraday, ich behaupte mal, dass mit dem DAX und alles fällt, dann hat der Market Maker oder der Authorized Participant ja auch eine falsche Angebot oder eine verzerrte Angebot-Nachfragesituation, weil alle verkaufen und keiner kauft. Also muss er in der Abwärtsbewegung schon vorwegnehmen, was während der Zeit des Hedges oder der Abbildung der Creation oder die Redemption passiert. Er muss die mit reinreißen. Das heißt, auch hier wird seine Idee, zu welchem Mittelpreis er handeln würde und sein Bid-Ask-Spread macht, vorwegnehmen die Abwärtsbewegung, damit er dort nicht ein Time-Lag hat. Mhm. Das sind Sachen, die auftauchen. Noch ein weiteres Element, bevor wir vielleicht dort auch nochmal tiefer einsteigen, sind der ETF-Anbieter ist der Einzige, der wirklich weiß, was in einem ETF wie hoch drin ist. Das heißt, welche Anteile hat er mit welchem Prozentsatz diese Constituents drin? Wie viel hat er gerade Cash geparkt? Muss er ja auch haben. Und welche Währungen hat er zusätzlich drin, wenn es sich um verschiedene Währungen handelt, die da drin sind? Und das hatten wir das letzte Mal ja bei den Hedged ETFs, welche Basiswährung es gibt, in welcher Fondswährung wird das angeboten. Das heißt, wir haben sogar noch eine FX-Komponente drin und so weiter. Der ETF-Anbieter wird, damit der INEV berechnet wird und sich diese Komponenten ja durchaus ändern mit ihrer Gewichtung, jeden Tag den Authorized Participants, mit denen er ein Agreement hat, die aktuelle Zusammensetzung des ETFs anbieten. Und wie gesagt, wenn wir ein ETF haben, in dem 500 Teile drin liegen, plus Währungen, plus Festgeld, dann kann es durchaus mal passieren, dass in diesem Excel-Sheet falsche Daten sind. Oder dieser Excel-Sheet nicht abgedatet worden ist. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung, woher dieser Sheet kommt, also dieser Prozess. Der Chef des ETFs ist der ETF-Anbieter. Dieser ETF-Anbieter, wenn das jetzt eine Großbank ist wie UBS oder iShares oder Deutsche Bank, wer auch immer, sind die diese ETF-Anteilsscheine sozusagen final ja kreieren, ausgeben und wieder zurücknehmen. Und die Authorized Participants, die das für so ein ETF handeln, das können durchaus 20 oder 30 sein, in den sehr liquiden und interessanten ETFs, an denen jeder rankommen will, plus die Market Maker und die anderen, die noch dabei sind. Die Authorized Participants müssen wissen, was kriegen sie, wenn sie heute diesen Schein eintauschen beim ETF. Da
Das heißt, Sie müssen direkt erstmal einen eigenen Basket bilden, entweder über Swaps oder indem Sie mit hohen Korrelationen versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen. Weil es macht ja keinen Sinn, glaube ich, dass jeder das einsieht, wenn ein ETF nur 100 Euro kostet. Dann wird dieser Prozess, das gegen einen ETF einzutauschen, nicht wegen 100 Euro gemacht. Mhm. Also ich brauche da schon Losgrößen, die das effizient macht. Und für diese Phasen, bis diese Losgrößen erreicht werden, trägt der Authorized Participant natürlich das Risiko, was er in seiner Geldbriefspanne bezahlt haben will. Und die wird natürlich größer, je mehr er in seinem Basket abweichen muss von dem, was in dem ETF definitorisch drin ist. Also er bekommt jeden Tag von dem ETF-Anbieter eine Liste, genauso wie der INF-Berechner, wenn das nicht der ETF-Anbieter selber ist. Mhm. Und dann wird in der Regel zusammen mit dem ETF-Anbieter bei dem INF-Berechner, entweder macht das der ETF-Anbieter selber oder er delegiert das an einen Finanzdienstleister, das für ihn macht, bestimmt, wo sind die Preisquellen für die einzelnen Bestandteile? Mhm. Und das sind dann, ich sage jetzt mal, Formeln, so nach dem Motto Primärbörse. Also guck bei Xetra nach, erste Bedingung, wie teuer ist die Aktie? Nun kann es passieren, dass Xetra ein technisches Problem hat. Also, wenn bei Xetra kein Preis vorhanden, guck bei Bloomberg. Wenn bei Bloomberg kein Preis vorhanden ist, bei Reuters. Wenn dort nicht und so weiter. Das heißt, ich kann da, keine Ahnung, bis zu 5 verschiedene Preisquellen nacheinander aufbauen. Bei illiquiden Produkten kann ich zum Beispiel sagen, nimm den Last. Sollte der Last länger als eine Woche alt sein, schau nach, ob es bei Bloomberg einen Preis gibt, der jünger ist oder so etwas. Das heißt, für jeden Constituent wird einmal, wenn so ein ETF aufgesetzt wird, bei dem INF-Anbieter sozusagen mathematisch definieren, woher beziehe ich meine Quelle. Und jetzt eben nochmal, gucken wir uns den Japan-ETF an oder den australischen Goldminen-ETF an. Da steht als erstes Feld, nimm den von der australischen Börse. Und wenn der eben weit abweicht, weil es eben Overnight-Crash gegeben hat, dann haben wir eben die Problematiken und die Challenges. Mhm. Ja. Frage, möchte jemand Beispiel für Authorized Participants haben? Also es sind eigentlich alle großen Banken in dem Bereich tätig. Wir nennen die ja auf Xetra ja Designated Sponsors. Ja. Und die gehen auf dem Datenblatt der einzelnen ETFs, weil die haben ja einen offiziellen Auftrag, die bildet man ab. Die Market Maker sind ja von sich aus aktiv. Mhm. Vielleicht noch eine Erklärung, also jeder ETF braucht mindestens einen Authorized Participant. Also auch diese Exoten, von denen du gesprochen hast, wie die Afrika-ETFs, haben mindestens einen. Vielleicht ist trotzdem nochmal zu vermerken, dass es keine juristische Verpflichtung gibt, für einen Authorized Participant wirklich zwangsweise handeln zu müssen. Also wenn wir wirklich von absolut krassen Situationen sprechen, bedeutet das nicht unbedingt, dass ich auch wirklich dann einen Kurs gestellt bekomme. Das haben wir aber auch bei Eurex, wo eben in ganz krassen Phasen dem Market Makers, je nach Terminbörse, bei Eurex sind es glaube ich 20-30%, ich kenne den neuesten Wert nicht, wo sie vermeiden können, Preise zu stellen. Das heißt, sie sind nur verpflichtet, 70% des Tages zwangsweise Quotes zu stellen. Sie können Timeouts nehmen, wenn sie sagen, der Markt ist so, das ist bei Derivaten natürlich noch viel schwieriger als bei Kassainstrumenten, dass sie dort keine Preise stellen können. Das muss man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf haben. Ja? Aber wichtig ist, der Authorized Participant versucht, seine Hedgekosten, seine Replikationskosten und die Kosten, die durch einen volatilen Markt entstehen, natürlich durch seine Preisstellung abzubilden. Insofern ist wichtig, dass man versteht, sollte der INF abweichen von den Market Maker Spreads, dann ist meistens, würde ich sagen, das ein Hinweis darauf, dass der Markt erstens in einer Stresssituation ist und zweitens, damit der Market Maker sich sozusagen oder der Authorized Participant eben schützen kann, wird das tendenziell, würde ich sagen, der Midpoint im Quote eher eine echte Indikation sein, wo der Markt ist. Das mag an,
Ja, Entschuldigung, das mag anders sein, wenn ich nur ein Authorized Participant in einem ganz total illiquiden ETF habe. Aber wie gesagt, wir haben in den liquiden Indizes, die wir in der Portfolio-Theorie im Asset Management brauchen, wenn wir die großen Indizes nehmen, da haben wir 20, 30 Großbanken, Investmentbanken, die diese Authorized Participants stellen. Vielleicht erklären wir ganz kurz den Midpoint. Ich bin mir nicht sicher, ob das allen so klar ist, was das bedeutet. Also wenn eine Aktie zu 99 zu 101 gehandelt wird, also der Market Maker ist bereit für 99 zu kaufen, für 101 zu verkaufen, dann wäre der Midpoint eben 100. Das heißt, es ist die Mitte der Geldbriefspanne oder die Mitte des Quotes. Und die sollte normalerweise, jetzt komme ich wieder zurück auf was ich schon gesagt habe, eigentlich in der Mitte des fairen Preises liegen. Aber wenn ich einen Crash habe, wo ich sekündlich große prozentuale Verluste habe, dann werde ich natürlich als Market Maker oder Authorized Participant schon mich fragen, wo wird wegen Angebot- und Nachfrageverzerrung in 2 Sekunden oder 3 Sekunden der Kurs sein? Oder wenn alle an mich verkaufen wollen, dann habe ich eine Asymmetrie drin. Ich kann mich nicht mehr richtig hedgen und dann bedeutet das eben auch, dass ich aus dem fairen Midpoint meinen Midpoint für den Quote verschiebe. Als Schutz vor mir für mich selber. Ich stelle dann eine Geldbriefspanne wegen der Angebots- und Nachfrageverzerrung, die nicht dort liegt, wo ich in dieser Millisekunde sozusagen sonst vielleicht den fairen Preis sehen würde. Also würdest du jetzt empfehlen, als erstes Zwischenfazit Investoren, wenn sie diese Abweichungen sehen, dass sie dann eher auf den Quote gucken oder auch mal, oder was hast du noch für einen Tipp, wie geht man da als Investor, als Anleger damit um? Also die erste Sache ist natürlich sozusagen, möchte ich in einen ETF einsteigen? Wenn ich in einen ETF einsteige und ich sehe diese Divergenz, ist das aus meiner Sicht erstmal ein ganz klarer Hinweis, dass dieser Markt gerade eine Anomalie hat. Also irgendwas stimmt jetzt gerade nicht in diesem Markt. Ja? Das kann ich, wenn ich die ETF kaufen will oder den ETF erwerben will, natürlich auch als Chance benutzen. Also muss ich mich fragen, ich würde dann meine Hausaufgaben machen, was ist der Grund? Ist das ein Overnight-Crash gewesen? Ist das etwas, wenn ich jetzt Contrarian bin, wo alle sagen, bloß raus aus diesem Index und dann sage ich, vielleicht ist das sogar für mich jetzt eine Chance, sogar günstig zu kaufen, weil wenn alle verkaufen. Also das hängt dann von den Konsequenzen ab. Ich würde erstmal hauptsächlich sagen, es ist eine Indikation, dass irgendetwas in diesem Index, dem der ETF unterliegt, gerade nicht perfekt funktioniert. Und dann macht es eben Sinn, sich zu fragen, wenn ich in diesem ETF ein Interesse habe, als Käufer oder Verkäufer, daraus dann eben die Konsequenzen zu ziehen. Ja? Ich möchte das analysieren. Ja. Und würdest du grundsätzlich jetzt nicht so aktiven, langfristig agierenden Anlegern empfehlen, diese Zeitdivergenzen zu vermeiden? Also, dass man quasi sagt, ich versuche einen US-ETF dann zu kaufen, wenn die US-Börsen offen sind, weil ich das besser vergleichen kann? Ja, also in diesem Fall sicher. Also, ich kriege fairere Preise. Also ja. bei den US-ETFs ist es auch relativ leicht zu sehen, wenn die USA den Markt aufmacht, dann schalten sich die Primärbörsen an. Und die USA-Aktien werden natürlich signifikant, ich sage es mal, stärker gehandelt als in der europäischen Zeitzone. Das heißt, wir sehen da wirklich kleine Jumps in dem Moment, in dem der INF plötzlich Zugriff auf die neuen Kurse, die in den USA sind, geliefert werden. Ja, das heißt, dann gibt es wirklich einen kleinen Jump sozusagen, den wir wirklich dort sehen können. Und wenn ich natürlich versuchen will, an faire Preise ranzukommen, macht es denn eben Sinn, den USA den SP 500 ETF dann zu kaufen, wenn die USA nach 15 Uhr auf ist. Ja? Dann das wahrscheinlich ist nur eine Marginalie, aber immerhin. Genau, also dann vielleicht sogar ein bisschen später, also nicht direkt um 15 Uhr oder 15 Uhr, sondern eine halbe Stunde später. Gilt das auch für morgens? Ich meine, wenn Xetra aufmacht, haben wir ja manchmal, gerade wenn es besonders volatil ist, dass es eine ganze Weile dauert, bis es für die einzelnen Aktien Preise gibt, weil die manchmal in der Volatilitätsunterbrechung hängen, weil es auch einen Moment dauern kann, bis der DAX überhaupt berechnet wird. Was würdest du empfehlen? Sollten das dann langfristig agierende Anleger einfach warten, bis der Handel läuft? Oder? Also, ich versuche das an einem anderen Beispiel zu machen. Xetra und die Six Swiss Exchange haben ja am Anfang, am Morgen, eine bis zu 2-minütige Zufallseröffnungszeit. Ja. Ja?
Und erst nach spätestens 2 Minuten ist der normale Handel da. Ja, also startend mit den neuen Eröffnungskursen des neuen Tages. Also wenn es ETFs gibt, die Punkt 9 Uhr schon starten, gehandelt zu werden, wäre das nicht unbedingt die Zeit, wo ich sage, in den ersten 2 Minuten muss ich jetzt unbedingt so ein ETF handeln, weil dann warte ich lieber ab, bis ich den fairen Preis kriege. Ja, also das ist schon etwas, wenn man die Qualität der Preise steigt an in dem Moment, in dem die Märkte offen sind, und zwar die Primärmärkte. Bei Bonds ist es sicher so, wie gesagt, die börsengehandelten Kurse bei Anleihen sind natürlich nicht so, weil das Volumen so niedrig ist und so weiter, nicht so qualitativ hochwertig wie in den OTC-Märkten von den Börsen. Das heißt, dort werden sicher die primären Preisquellen dann eher die OTC-Handelsplattformen wie Bloomberg oder so etwas genommen werden, weil die vermutlich realistischer dann sind, als Xetra Anleihenpreis zu nehmen. Und in asiatischen Aktien, da ist es ja schwierig, eine Zeit zu finden, in der beide Märkte offen sind, also jetzt japanische Aktien zum Beispiel. Tendenziell ist es ja so, wenn die Märkte eine Seitwärtsbewegung haben, dann gibt es ja keine großen Probleme. Die Probleme gibt es ja dann, wenn sich zwischen dem Ende der Zeitzone, von wo mein ETF liegt, und dem Kaufpreis des ETFs irgendwas über Nacht ereignet hat. Mhm. Und wie gesagt, der eine ist für mich dann ein Zeichen. Das heißt, wenn ich einen chinesischen ETF oder wie gesagt den japanischen ETF heute kaufen möchte und ich sehe, der eine weicht ab von dem Quote, den die Authorized Participant oder die Designated Sponsors stellen, dann muss ich mich fragen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt zu kaufen? Mhm. Okay, dann vielleicht. Die Unsicherheit besteht drin, dass der Market Maker Schwierigkeiten hat, den fairen Wert der chinesischen Aktien, die er ja, oder japanischen Aktien, wiederzugeben, wenn die Primärbörse zu ist. Er ist nur auf Schätzungen angewiesen. Ja? Das bedeutet, ich kriege vermutlich, nehmen wir an, da gibt es auch schöne Beispiele, ich kann die jetzt leider nicht einblenden, er würde jetzt klassischerweise den Quote verdoppeln. Das heißt, er reißt die Geldbriefspanne auf und das bedeutet automatisch, dass ich mehr bezahlen muss, als wenn diese Situation nicht da ist, oder ich weniger bekomme, nur deswegen, weil der Market Maker sagt, ich habe auch keine Ahnung, wo die Preise gerade sind. Mhm. Da muss ich ja nicht unbedingt handeln, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Also insofern, ich denke, als einfachste Regel, wenn INF und Market Maker Spread auseinander liegen, ist Vorsicht geboten zum Kaufen und Verkaufen. Das ist mal eine gute Faustformel, hilft ja immerhin weiter. Ich würde sagen, das war ja ziemlich viel Holz jetzt, dass wir das einfach nochmal zusammenfassen. Wir haben das auch mal aufgeschrieben, genau. Vielleicht einfach nochmal die Punkte, wann es abweichen kann. Oder magst du, Stefan, du bist da? Ja, ich meine, wir haben ja jetzt die 30 Minuten fast um nochmal zusammengefasst. Da jetzt einfach mal verschiedene Zeitzonen. Fehlende Börsenpreise gilt für alles, was illiquide ist oder eben in einer anderen Zeitzone liegt. Dann, wie gesagt, AP steht für Authorized Participant. Der Authorized Participant hat eine Divergenz zwischen seinem Basket und seinem Hedgen, seines Kaufs und Verkaufs gegenüber den einzelnen ETF-Käufern und Verkäufern versus der Creation oder der Redemption über seinen Basket-Vertrag mit dem ETF-Anbieter. Wenn es dort Probleme gibt oder eben Herausforderungen gibt, dann muss er das natürlich auch mit in den Preis mit reinbeziehen. Preisrisiken sage ich jetzt einfach mal, wenn er nicht weiß, wo die Preise sind oder wir in einer Crash-Situation sind oder eben durch verzerrte Angebot- und Nachfragesituationen nicht zu normalen Marktkonditionen sich auch hedgen kann und dann eben, was auch vorkommen kann, ja, dass der INF einfach falsch berechnet wird, weil die Excel-Sheet-Datei fehlerhaft war, die zur INF-Berechnung erstellt worden ist. Ja? Das wäre es eigentlich jetzt erstmal als die wichtigsten Kriterien. Dann geben wir noch ein paar Datenquellen mit auf den Weg, für allen, die sich da nochmal reindenken wollen. Also die Preise gibt es auf börsefrankfurt.de von den ETFs und auch die INFs, die Deutsche Börse berechnet. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind von allen INFs, aber es sind auf jeden Fall nicht so wenige. Und Sie kriegen natürlich die INFs immer auch beim ETF-Anbieter, also beim Emittenten. Und ich habe also jetzt mal als Preisquelle ganz unten noch die Depotbank reingeschrieben, weil die neigen ja auch jetzt private Anleger manchmal zu vergessen, dass wenn sie in der Ordermaske sind und sagen, ich will den ETF kaufen oder verkaufen, dass ihnen dann der Quote, also die beste
Spitze des Orderbuchs auch angezeigt wird von der Depotbank. Manche das sind inzwischen dazu übergegangen, nur noch eine Seite anzuzeigen, was ich schändlich finde, weil man kann dadurch ja überhaupt nicht einschätzen, wie hoch die Spanne ist. Aber da müssen Sie mal selber schauen, im Zweifel einfach die Bank wechseln. Und natürlich, klar, je professioneller Sie sind, umso eher greifen Sie ja auch über einen Finanzinformationsanbieter zurück, die alle diese Daten haben, wie Bloomberg oder Reuters. Hast du noch eine Ergänzung dazu als Tipp? Nö. Also ich denke, dass wenn ein ETF, teilweise werden ETFs ja an verschiedenen Börsen gehandelt, dass man sich dann, wenn es verschiedene Börsenplätze gibt und man die Möglichkeit hat, verschiedene Börsenplätze zu nehmen, dass man sich fragt, wo sind die Geldbriefspannen enger? Das heißt, das ist ein Hinweis darauf, dass dort zusätzlich eben alle Market Makers und High Frequency Trader und Algos und Arbitrage Algos, dass die sich dort primär drauf machen. Und das ist ja so ein altes Börsengesetz, wo Liquidität ist, bleibt sie auch stehen. Also tendenziell gucken, wo ist der liquideste Handelsplatz, ja? Weil dort ist die Abweichung sicher geringer. Das ist eh die Faustformel für die Auswahl von einem Handelsplatz, ist, wo wird am meisten gehandelt. Man kann auch übrigens im Orderbuch, im offenen Xetra-Orderbuch, das ja einsehbar ist, kann man im Internet gucken. Da sieht man, wenn auf beiden Seiten, also auf der Geldseite und auf der Briefseite, Orders stehen mit einem gleichen Volumen, die relativ groß sind in der Regel und auch gerade Zahlen, dann sind das häufig die Authorized Participants. Da kann man sich das auch wirklich anschauen, wer da oben drüber steht. Das ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen, gerade so bei marktengeren ETFs. Ja klar, jetzt bei einem DAX-ETF, der meistgehandelste, der von iShares, der CoreDAX-ETF, da ist eine unglaubliche Bewegung da drin. Aber bei marktengeren ETFs gibt das ja durchaus einen Einblick. Jetzt haben wir hier eine ganze Reihe Fragen. Zum einen, weißt du was, wie Sparpläne eigentlich ausgeführt werden? Bei den Sparplänen gehe ich persönlich davon aus, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke, dass Sparpläne, weil sie eigentlich voll automatisiert wird, ohne Rücksicht darauf, was gerade passiert, ausgeführt werden, würde ich erstmal subjektiv unterstellen, dass es dort nicht einen Broker gibt, der jetzt noch genau versucht, das Timing irgendwie hinzukriegen. Ich denke, Entschuldigung, dass das so ähnlich wie bei Rohstoff-ETFs, die müssen ja auch rollen bei Futures. Ich denke, dass dort eben eine standardisierte, automatisierte Prozedere einfach stattfindet. Sonst wären die Kosten auch zu hoch, glaube ich. Also wenn ich daran denke, dass ich da 25 Euro irgendwie jeden Monat anlege oder sowas oder 50 oder 100, wäre das nicht bezahlbar, sage ich jetzt mal, jemanden zu benutzen, der extra nachguckt, ist das vom Timing her jetzt der idealere Zeitpunkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich aber nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich würde das auch vermuten. Die legen ja auch für ihre Sparpläne die Börsenplätze fest oder die Marktplätze. Sind ja nicht alle börslich, Mehrheit schon inzwischen, aber nicht alle. Und auch ein bestimmter Zeitraum, das kriegt man auch tatsächlich, das kann man sich ja auch anschauen. Inzwischen hat sich das ja auch so weiterentwickelt, dass es Sparplananbieter gibt, die nicht mehr nur den 1. und den 15., also die Mitte eines Monats anbieten, weil in der Tat man gerade bei, wie viel haben wir jetzt, 2,7 Millionen Sparpläne allein in Deutschland, da doch von einem gewissen Marktdruck gesprochen wird, der an so einem runden Datum kommt. Also vielleicht an dieser Stelle, man sollte sich überlegen, ich sage nicht, dass es besser ist, aber dann lieber zu sagen, dass ich 3 Monate mein eigenes Geld anspare und dann die Order selber gebe. Das wäre die Alternative für mich, dass ich einfach größer warte. Dann habe ich zwar einen Cost-Averaging, der vielleicht von der Periode etwas langsamer ist, aber ich habe dadurch tendenziell auch geringere Transaktionskosten, als wenn ich einen automatischen monatlichen Sparplan habe. Ja, andererseits, der Vorteil vom Sparplan ist ja die Disziplinierung. Aber klar, je nachdem, wie man selber besser damit umgehen kann. Jetzt möchte jemand wissen, ob man das Problem nicht mit einem Limit lösen könnte. Ja, aber die Frage ist, wo lege ich das Limit? Also, was nehme ich als Basis für ein Limit? Ja. Nehme ich den INF als Limit oder den Market Maker Quote? Weil final will ich es ja eigentlich ausgeführt haben. Also ich sage jetzt mal, als eine Limit-Order grundsätzlich macht ja durchaus Sinn, sage ich einfach mal, unabhängig davon, ob der INF jetzt stimmt oder nicht. Also insofern ist die Frage, sollte man nicht immer mit Limit arbeiten? Das wäre jetzt außerhalb von diesem speziellen Thema, was wir hier ja jetzt gerade machen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir, wie gesagt, feststellen, dass wir zum Beispiel wegen eines Crashs
in einem ETF sehr große Verluste haben und ich als Contrarian jetzt kaufen will, dass ich da mit Hilfe einer Limit Order versuche, ich sage mal, optimiert in den Markt reinzukommen. Ja? Aber die grundsätzliche Frage eines Limits stellt sich jetzt hier nicht, sondern es geht darum, ich habe eine Indikation auf eine Anomalie im Markt, aber die ist schon da. Ja. Ja, also wir empfehlen als Börse grundsätzlich Anlegern immer eine Limit Order zu setzen. Es gibt eigentlich keinerlei Gründe für private Anleger jetzt, ja, gerade für mit einer Market Order zu agieren. Und die Designated Sponsors, die wir im Zitran haben, die haben sich verpflichtet, zu einer bestimmten Quote im Buch zu sein. Das, was du vorhin genannt hast, Preise zu stellen. Das ist jetzt anders als am Terminmarkt, sind das so an die 99%. Aber diese 1%, die sie dann vielleicht mal gerade nicht da sind, kann das zum Problem werden. Und deswegen also definitiv immer mit Limit ordern. Und nächster Punkt ist dann einfach versuchen, sein Limit einfach mal in die Spanne reinzusetzen und gegebenenfalls anpassen, wenn der Markt, wie man das so nennt, wegläuft. Und tatsächlich geht es ja jetzt hier um, wo ist die Spanne im Vergleich zu dem ausgegebenen, publizierten tatsächlichen Wert von so einem Anteil, vermeintlich tatsächlichen Wert. Einen Moment. So. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich gerade noch sagen wollte. Also immer mit Limit. Jetzt sind aber keine Fragen mehr. Wenn, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Also wir haben, Herr Stefan hat darüber auch geschrieben, im ETF-Magazin, in der aktuellen Ausgabe, dass Sie wie immer runterladen können. Ich schicke auch mit der Zusammenfassung von diesem Börse at Home, von dieser Börse at Home Session einen Link zum PDF mit. Sie können es aber auch per Print bestellen, einfach eine E-Mail an mitmachen@deutsche-börse.com. Bisschen Geduld haben, weil die Kollegen sind nicht so viel im Büro im Moment, aber irgendwann bekommen sie es dann tatsächlich auch von uns zugeschickt. Und wenn jetzt noch Fragen zu dem Thema sind, bitte jetzt. Ich sehe keine. Stefan, das Schlusswort gehört dir. Ja, zusammenfassend zu sagen, der INEF ist ein gutes Mittel, den Markt in illiquiden oder in ETFs, die in anderen Zeitzonen sind, zu analysieren auf Marktunregelmäßigkeiten beziehungsweise ob dort in dem Markt etwas Spezielles passiert. Also ein sehr gutes Kriterium. Achtung, hier ist irgendwas los. Das ist ein gutes Schlusswort. Nutzen Sie ihn als Indikation und im Zweifel vielleicht einfach mal kurz auf den Tag warten, gerade wenn Sie eben langfristig agieren, langfristig orientiert sind. Und vielen Dank an Stefan und vielen Dank für Ihr Interesse. Nochmal, ob da nicht doch noch was reingekommen ist. Ja, wir waren sehr schnell. Da kommt ein vielen Dank von Teilnehmern und für die umfassende Darstellung der Thematik. Und nächste Woche geht es um Hightech. High-Growth-Werte mit Stefan Waldhauser, der Fondsmanager und Social Trader. Und der wird ein bisschen darüber sprechen, wie man erkennt, ob diese sogenannten fantasievollgeladenen Aktien zu teuer sind und wie man dann auch mit einem langfristigen Perspektive damit umgehen kann. Stefan Tötzke sehen wir bestimmt wieder hier bei Börse at Home. Und allen anderen wünsche ich einen wunderschönen Sommertag. Bis dahin. Okay. Jo.